Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorab, nicht nur in Ray Bradburys Fahrenheit 451, auch hier in Deutschland brannten schon einmal die Bücher. Insofern tragen wir alle eine besondere Verantwortung für den Schutz des Buches. Und leider scheint ausgerechnet heute die AfD-Fraktion das anders zu sehen. Denn Taktik entlässt auch nicht aus Verantwortung. Und was wir am taktischen Winkelzug vorhin von Ihnen erlebt haben, war im Effekt ein versuchter Anschlag auf das Kulturgut Buch und nicht gut heute. Wir diskutieren hier so viel und so häufig über Grenzen und Abschottung. Und deshalb ist es sehr erfreulich, dass wir heute mal über Entgrenzung und Befreiung diskutieren. Und genau das ist das, was das Buch leistet, Entgrenzung und Befreiung des Geistes. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und deshalb kann darüber auch keine Monopolkommission entscheiden, denn es ist eine zutiefst politische Aufgabe. Hier kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Primat der Politik zum Zug und eben nicht der Primat des Sachzwangs und nicht der Primat des Marktes. Das ist, was zählt. Und zum anderen, wenn der Vorwurf erhoben wird, das ist ja ein Markteingriff und Protektionismus, um uns grassiert ein Protektionismus im Namen von Nationalismus und Chauvinismus. Was kann es Besseres geben, als heute hier ein Bekenntnis zu einem Protektionismus im Namen des Wortes und des Geistes und der Freiheit und der Demokratie? Ich kenne nichts. Wir sollten aber, glaube ich, auch konkret und näher in die Situation gehen. Die meisten hier kennen sicher das berühmte Gedicht von Brecht. Es beginnt so: Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken selbst herbeigeschleppt? Die Antwort können Sie sich alle denken. Es verweist darauf, dass eben dieses siebentorige Theben der Kulturnation Deutschland von ganz vielen Buchhandlungen, kleinen Buchhandlungen gebaut wird und von vielen Schriftstellern und Schriftstellern, die täglich arbeiten und die kein Mensch kennt, und von vielen kleinen Verlagen, die es trotzdem tun, ohne damit reich zu werden oder große Erfolge zu erleben. Diese Menschen verdienen in Form der Buchpreisbildung ein Denkmalgesetz zu bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in meiner Stadt, der Stadt von Engels, Else Lasker Schüler, ist da beispielsweise ein Schriftsteller namens Michael Ziller. Er verbringt sein Leben damit, anspruchsvolle, herausfordernde Literatur zu schreiben, ohne damit hervorragend verdienen zu können. An ihn zu denken, ist heute unsere Aufgabe. In einer Stadt ist auch ein Hermann Schulz, der den Peter Hammer Verlag, der Literatur für Kinder, für Afrika, Südamerika aufgebaut hat, vertreibt. Dieser Verlag ist benannt Peter Hammer. Pierre Matteau auf Französisch war im 17. Jahrhundert ein Pseudonym für kritische Geister, die sich schützten vor den Übergriffen der Obrigkeit. Und genau darum geht es heute. Wie ist dieses Gedicht denn überschrieben, das Gedicht von Brecht? Fragen eines lesenden Arbeiters, nicht eines Denkenden, nicht eines Wütenden, eines lesenden Arbeiters. Bibliotheken sind doch keine Verwahr- und Verteilstation von Literatur, sondern sie sind ganz buchstäblich Schulen der Demokratie. Und Buchhandlungen sind doch keine Amazon-analogen Verteilstationen und Verkaufsstationen von Büchern, sondern sie sind wenigstens auf den zweiten Blick Kathedralen der Freiheit. Und das Ganze, das Lesen, diese Buchhandlung, diese Verlage sind mit allem Ernst Oasen des Menschseins in einer Welt, in der wir vor lauter Instrumentalisierung und Nützlichmachung und Sachzwang lauter Verwüstung erleben. Politische Aufgabe ist aber nicht die Ausbreitung der Wüste, sondern der Schutz und die Expansion der Oase. Und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb, glaube ich, können wir stolz sein, hier an diesem Ort das Sapere Aude zu verteidigen, dass Politik zu sich selbst kommt. Und das heißt, den Menschen zu stärken und seine Selbstermächtigung. Das ist etwas Gutes. Tun wir gemeinsam dieses Gute, sprechen wir laut darüber. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen gesegnete Weihnacht und wunderbare Feiertage. Vielen Dank. Applaus